Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuschauer und Zuschauerinnen auf der Tribüne und natürlich im Livestream. Herr Mostafizadi, eine Sache möchte ich gleich direkt sagen. Dass man Herrn Wendt 10 Jahre auf seiner Dienststelle nicht vermisst hat, gerade die Kollegen, das kann ich gut nachvollziehen. Ich hätte den Mann auch nicht vermisst. Aber ich möchte jetzt erstmal eine Sache klarstellen. Mir geht das hier mit Personalrat und Gewerkschaften, das geht mir ja als Mensch, der Arbeitspolitik betreibt, einfach viel zu sehr durcheinander. Da möchte ich jetzt einfach ein paar klärende Worte zu sagen. Ein Personalrat ist dafür da, um innerhalb einer Behörde mit dem Dienstherrn zusammen die Rechte des Personals zu vertreten. Innerhalb einer Behörde. Das ist an der Stelle ganz wichtig. So, keine Außendarstellung. Fertig. Ganz einfach. Eine Gewerkschaft ist dafür da, die Gesamtheit ihrer Mitglieder gegenüber der Gesamtheit des Arbeitgebers zu vertreten. Aber nicht in Einzelfragen innerhalb einer Behörde. Genau dafür gibt es einen Personalrat. Und genau deshalb muss das auch komplett getrennt werden. Das ist extrem wichtig. Und ich dachte eigentlich, spätestens seit der industriellen Revolution vor 150 Jahren hätten wir die Frage durch. Aber das ist ja anscheinend nicht der Fall. Ich weiß nicht, wer da stecken geblieben ist vor 150 Jahren. Schrecklich. Also, und genauso wie das getrennt bleiben muss, muss auch die Finanzierung getrennt bleiben. Selbstverständlich muss der Dienstherr oder in der Privatwirtschaft, wäre es der Unternehmer beim Betriebsrat, alle Mittel, die der Personalrat braucht, zur Verfügung stellen. Es muss da Freistellungen geben. Gibt es überhaupt keine Frage. Ist ja im Personalratsvertretungsgesetz auch genauso geregelt wie bei Unternehmen im Betriebsverfassungsgesetz. Sind ja die gleichen Zahlen bei Unternehmensgrößen oder Größen dann der Dienststelle. Das ist doch völlig unabhängig von Gewerkschaftsarbeit zu betrachten. So, das bitte nur mal einmal vorab. Wenn man jetzt Gewerkschaften fördern möchte, gerade kleine Gewerkschaften, dann muss man sicherstellen, dass sie zum einen ausfinanziert sind. Das ist passiert bei Gewerkschaften durch Mitgliedsbeiträge oder Spenden oder teilweise durch wirtschaftliche eigene Betätigung. Aber niemals, 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 niemals nicht durch Geschenke, Bevorteilung durch den Arbeitgeber oder einen Arbeitgeberverband. Das würde sich jede Gewerkschaft verbieten. Das geht einfach gar nicht. Und deshalb muss diese indirekte Subventionierung hier auch konkret aufhören. Aber da waren wir uns, glaube ich, sogar einig. Ich glaube, da sagt sogar Herr Innenminister Jäger, wenn ich Sie richtig interpretiert habe, Sie wollen da eine etwas andere, zu einer anderen Regelung kommen. So, das wäre in der freien Wirtschaft unmöglich, das ist auch in der öffentlichen Hand nicht richtig. Gut, dazu kommt noch, wenn man kleinen Gewerkschaften zur Wirksamkeit verhelfen will, was dazu führt, dass sie da mehr Mitglieder haben und mehr finanzielle Mittel, um ihre Leute direkt zu bezahlen, dann beteiligt man sie bitte auch an Tarifverträgen. Und da muss ich jetzt der SPD ins Stammbuch schreiben, das hat das SPD-geführte Arbeitsministerium im Bund tatsächlich an die Wand gefahren. Sie haben dem Union-Busting vor 2, 3 Jahren nachgegeben und haben dieses unsägliche Tarifeinheitsgesetz in die Welt gesetzt. Meiner Meinung nach ist das übrigens verfassungswidrig. Aber das Hauptsacheverfahren kommt da ja noch. Da bin ich sehr drauf gespannt. Das geht tatsächlich gar nicht. Auch kleine Gewerkschaften müssen wirksam sein. Kleine Gewerkschaften müssen an Tarifverträgen beteiligt sein. Kleine Gewerkschaften müssen ihre Mitglieder effektiv vertreten können. Und das ist eine Förderung von kleinen Gewerkschaften. Danke. So, kommen wir jetzt mal zur Causa Wendt. Also zum einen möchte ich ja sagen, diese CDU-Mitgliedschaft, ich glaube, die hat er als linksautonome Tarnung gewählt. Kollege Mostafizadi legte ja eben schon ein paar Zitate nahe. Ich glaube, das sind noch nicht mal Zitate, die die CDU unterschreiben würde. Also ich befürchte, Sie wollen gar keine Mauern und Zäune an unseren Grenzen bauen. Ich glaube, die offizielle Aussage der CDU dazu habe ich so nicht gehört. Das wollte Rainer Wendt aber 2015 schon. Oh, schrecklich. Dann die grundsätzliche Überwachung von allem und jedem. Also ich habe bei der CDU ja auch gerne gehört, nicht gerne, aber vielfach gehört, dass sie Überwachung ausweiten wollen. Aber dass sie alles anlasslos überwachen und kontrollieren wollen, das sind doch noch nie mal ihre Träume. Also das geht gar nicht.
Ne? Also den, gerade dieses Anlasslose, das geht überhaupt nicht. Und Sie wollen das ja auch nicht. Sie wollen auch nicht jeden Bürger hier, jeden unter Generalverdacht stellen. Das möchte Herr Wendt schon. Und das ist kontraproduktiv unserer Demokratie gegenüber. Unsere demokratische Gesellschaft bedarf keiner Kontrolle durch irgendwelche Exekutiven in Gänze. Es muss punktuelle Kontrollen geben, um Straftaten zu verhindern. Eine komplette Kontrolle unserer Gesellschaft darf es niemals geben, sonst haben wir hier keine Demokratie mehr. So. Letztendlich, das muss man allerdings auch zugestehen, haben diese überzogenen Forderungen vielfach dazu geführt, dass Innenminister sowohl der Länder wie auch im Bund sich hinstellen konnten und sagen konnten, ja, da gibt es ja noch viel weitergehende Forderungen. Wir dampfen das ja alle schon so, wieder so ein bisschen ein. Und das wirkt jetzt im Nachhinein doch ein bisschen wie ein abgekartetes Spiel. Das ist nicht hilfreich und dieser Verdacht muss ausgeräumt werden. Das geht tatsächlich gar nicht. Herr Wendt wird sicherlich niemals in Absprache mit den Innenministern, egal welchem, ob seinem eigentlichen Dienstherrn hier oder irgendeinem anderen, das tatsächlich so ausformuliert haben, ich mache das und dann könnt ihr nachgehen. Das wird es nicht gegeben haben, das glaube ich einfach nicht. Aber die Innenminister, die doch dann immer eher die Grundrechte weiter einschränken wollen, haben davon schon sehr profitiert die letzten Jahre. Und das muss man auch deutlich, deutlich so benennen. Und das geht so nicht weiter, das muss sich ändern. So, insgesamt muss man aber auch sagen, dass es anscheinend System hat, dass Gewerkschaftsmitglieder freigestellt werden. Nicht nur hier im Land, sondern auch in anderen Bundesländern. Und da muss man halt schauen, wenn die nicht Personalrat sind und für Personalratstätigkeiten freigestellt werden, dann muss man diese Freistellungspraxis beenden. Da muss man eine ganz andere Regelung für finden. Und wie gesagt, dann muss man Gewerkschaften dazu ertüchtigen, dass sie ihre Leute selber bezahlen können. Denn nur wenn die unabhängig handeln können vom eigentlichen Arbeitgeber, ist es ein echter Tarifpartner auf Augenhöhe. Ansonsten ist das alles abgekartet, das geht gar nicht. Zurück zum Fall Wendt. Was mich hier besonders ärgert, ist die übliche Salamitaktik, die ich dachte, die hätten wir in den 90er Jahren hinter uns gelassen. Immer wenn so ein kleines Stückchen rauskommt, wenn er sich wieder so ein Stückchen verplappert oder extra verplappern will, um seinen aktuellen Dienstherrn schlecht dastehen zu lassen, das muss man ja unterstellen, dann kommt das Stückchen für Stückchen und keine dieser Nebentätigkeiten ist ja anscheinend genehmigt worden. Und diese Nebentätigkeiten hätten alle im Vorhinein genehmigt werden müssen, grundsätzlich. Die Gelder, die er damit verdient, hätten vorher angezeigt werden müssen und sie hätten jedes Jahr im Nachhinein abgerechnet werden müssen. Wenn das tatsächlich nicht passiert ist, dann möchte ich auch wieder Herrn Wendt zitieren an der Stelle. Ein schönes Zitat vom 10.01.2017. Das Jahr 2017 muss ein Jahr der Strafverfolgung sein, und zwar der konsequenten Strafverfolgung für diejenigen, die glauben, sich nicht an die Gesetze in Deutschland halten zu müssen. Das hoffe ich doch, dass wir es dann in dem Fall auch besonders durchziehen. So. Insgesamt, was macht das für ein Bild für die Kolleginnen und Kollegen der Polizei? Jede noch so kleine Nebentätigkeit muss eigentlich angezeigt und vorab genehmigt werden. Jeder Polizeibeamter, jeder Polizeibeamtin weiß, die dürfen nicht mal eine Currywurst annehmen, um nicht in den Verdacht zu geraten, sie wären käuflich oder man würde sie schmieren. Mir liegt hier ein Fall vor, egal wo, aus welchem Bereich in diesem Land, da wollte ein Polizeibeamter eine Nebentätigkeit in einer Pommesbude aufnehmen. Abends noch ein paar Pommes nebenbei verkaufen. Das ist versagt worden, weil um seine Unabhängigkeit und Diensttreue gebankt wurde. 70, 80, vielleicht 120.000 Euro für für Aufsichtsratstätigkeiten auf der einen Seite und keine Pommes verkaufen dürfen auf der anderen Seite. Das ist ein Spagat, der geht gar nicht. Also was das für eine Sendung auch in die Beamtenschaft ist, unglaublich schlecht. An der Stelle hat Herr Wendt nicht nur seinen Beamtenkollegen Bärendienst erwiesen, davon müssen sich alle Beamten jetzt distanzieren, das muss sich jeder da aufs Brot schmieren lassen, das ist völlig unsäglich. Und ja, wir haben natürlich in der Polizei, wir haben das ja des Öfteren schon mal angemerkt, ein besonders hohes Niveau einzuhalten. Die Polizei in den Ländern ist der Ausgestalter der staatlichen Gewalt. Nur die Polizei hat das staatliche Gewaltmonopol zu vertreten. Und selbstverständlich muss man dann davon ausgehen, dass der einzelne Beamte oder jeder Beamte, jede Beamtin
auch ein besonderes Maß an Sorgfalt an den Tag legt, ein besonderes Maß an Unabhängigkeit beweist, denn der einzelne Beamte ist lediglich dem Souverän und seinem Dienstherrn verpflichtet, niemandem sonst. Und da darf niemals dran gezweifelt werden, da darf auch kein Zweifel dran aufkommen. So, wir fordern schon lange, dass wir da auch zu einer Unabhängigkeit kommen, zu einer neuen Fehlerkultur. Und das wird jetzt alles wieder konterkariert von jemandem, der da komplett fehlgeht und gegangen ist, und das über Jahre. Und das macht es nicht besser, wenn sich alle hier hinstellen und sagen, ihr habt es erfunden, ihr habt es durchgehen lassen. Das hilft den Kollegen und Kolleginnen tatsächlich gar nicht. Wir müssen jetzt hier, und da bin ich gespannt, was da in den nächsten Wochen passiert, wir müssen jetzt hier Tacheles reden mit diesem Einzelfall, den auch so darstellen, wie er gelaufen ist. Hier darf es null, wirklich null Zurückhaltung geben. Und ich bitte Herrn Wendt, wirklich an seinen eigenen Maßstäben zu messen und dann auch wirklich Nachforderungen zu stellen. Ansonsten machen wir uns unglaubwürdig, wir machen das Gewaltmonopol unglaubwürdig. Und das wäre das Schlimmste, was uns hier passieren könnte. Dann machen wir unseren Staat unglaubwürdig. Und das möchte ich nicht, dass das hier passiert. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Sommer.